wenigstens wie eine Waffe funktioniert. Ein paar von diesen Typen konnten kaum stehen, ja, ich glaube. So, jetzt habe ich extra so einen Helm. Hallo liebe Kampfkunstfreunde, wie geht es euch? Hier ist wieder euer Marek. Meine linke Seite, mein Sohnemann Matej. Heute würde ich gerne wieder auf ein Video reagieren. Da geht es um Teleskopschlagstock. Ja? Das sind so ein Polizist und da mehrere Leute um ihn herum. Ich weiß nicht, ob das Aggressoren sind, Betrunkene, keine Ahnung, Drogenabhängige, irgendetwas aus dieser Szene. Ja? Und schaut euch das an, wie er reagiert, was er macht. Wie diese ganze Technik, was er da in dem Video zeigt, würde ich gerne auseinandernehmen, weil ich das oft auch meinen Kindern, aber vor allem auch den Schülern beibringe oder Leuten, die hier zu mir privat trainieren. Ja, egal, ob das auch Beamte sind, Soldaten oder halt Privatleute. Ja, ich muss auch sagen, zurzeit ist der größere Anteil Kampfsportler, die zu mir kommen und eher weniger jetzt SV oder Kampfkunstinteressierte, ja, weil die sehen, dass man das gut umsetzen kann. Und das ist das, was ich euch heute auch zeigen will. Wenn du mit dem Stock trainierst, dann keine Stöckchenfechterei, sondern richtig so, dass ich dir zeige auch später, wie du das auch waffenlos einsetzen kannst. Ja, das ist mir sehr wichtig. Schaut euch den Link an. Ich gebe einen Link in der Beschreibung, weil ich darf sowas nicht mehr zeigen. Ja, sorry dafür, aber der YouTube sperrt das sofort. Ja, schaut euch das an und kommt wieder zurück, weil ich zeige verschiedene Sachen auch. Mit dem Helm, wo man richtig draufschlagen kann, dass du siehst, wie explosiv das ist und viele andere Techniken, das heißt, kommt sie dann wieder zurück. Ich würde gerne nur eine Frage noch beantworten. Hat mich einer gefragt, was ich mir für Kanäle so anschaue, was mit Kampfsport, Kampfkunst, Selbstverteidigung und sowas zu tun hat. Ich muss euch sagen, ich schaue mir eigentlich weniger so irgendwelche oder so gut wie keine Kampfkunstkanäle oder sonst irgendetwas. Eher in den englischsprachigen Raum. Hier in Deutschland schaue ich mir gerne das Defense Fight Club. Da siehst du halt, wie die Leute kämpfen, ja, das ist halt auch die Realität, Sparring und so weiter, ja. Dann schaue ich mir diese Top Dog, das sind die Russische, die da halt ohne Handschuhe kämpfen, in so einem Kreis und so, das sind ziemlich gute Sachen dabei, weil da kannst du auch sehen, was funktioniert und was nicht funktioniert. Sogar der Matej weiß, dass viele Sachen, die einfach übertrieben sind und nur eine Show, nie funktionieren, wenn wir Sparring machen, oder? Yeah. Sparring schaut das schon wieder ganz anders aus. Dann schaue ich mir auch an, okay, da sind viele, manche sagen, ja, warum schaust du dir sowas an? Das sind die Codes, das sind eigentlich die, so die Hooligans gegeneinander. Andere, denn mir gefällt, dass da viele so richtig hart in Nehmen sind. Was mir weniger gefällt, sind, dass da so gut wie keine Regeln sind. Oder ich bin eher für das Sportliche, ja. Und das, wenn ich das sehe, wie sie es einfach auf dem Betonboden draufklatschen und mit den Füßen noch gegen Gesicht und Kopf treten, das ist etwas, was ich wieder nicht mag. Das andere, okay, aber das eher weniger. Und dann schaue ich mir auch noch das russische Strelka, heißt das, glaube ich. Die kämpfen auch im Ring, aber unten am Boden ist Sand. Und das ist nicht so ohne. Wenn die oft kicken, dann kriegst du den volle Sand in die Augen, dann musst du abbrechen und so. Ich persönlich würde das nicht machen. Habe zweimal in Sand gekämpft. So sparringmäßig war einmal in Vietnam und einmal in Costa Rica. Und das ist ziemlich unangenehm. Sobald dir der Sand in die Augen kommt, kannst du einfach nicht kämpfen. Das ist auch gut in der Verteidigung. Na, boom, und sofort die Augen. Die Augen weg sind für ein paar Sekunden, dann kannst du halt nicht kämpfen, ja. Und jetzt starten wir mit dem Video. Schaut euch zuerst einmal den Link an, ja. Und dann kommt sie gleich zurück, dass ich euch einige Techniken zeigen muss, okay? So, okay, Leute. Das heißt, wenn ich das den Menschen zeige, dann wichtig ist alleine die Kontrolle, ja. Da hat man es gesehen, ein paar von diesen Typen konnten kaum stehen, ja. Ich glaube, da könnte man auch anders agieren, außer mit einem harten metallenen Teleskopschlagstock einzuschlagen. Da hat man gesehen, dass der einer kaum stehen konnte. Ja, da gibt es schon einige andere Methoden, außer jemanden mit dem Prügel drauf zu schlagen. Ja, aber dahingesagt, mir geht es weniger um das Video, wie um diese Technik. Ja. Warum man das hier? Das hat, bei uns hat das früher geheißen, das war die Basic-Position. So haben wir früher gelernt. Ja. Das bringe ich auch den Leuten immer bei, wenn sie zu mir kommen, dass die lernen, die Hüften zu benutzen, die Körpermechanik. Das heißt, Basic Position, das ist die Power Position. Ich habe denen gesagt, wenn du wechselst von Basic auf Power, dann muss das auch explosiv sein. Okay, hier, boom, boom, boom. Und hier bist du dann aufgefallen und kannst du hinschlagen. Jede einzige Bewegung ist Körper, volle Körpereinsatz. Ohne geht das nicht. Bei dieser Technik bist du schon
recht aufgepowert und diese Hand ist hier vorne. Hier ist es wichtig, das ist so quasi die Grenze. Er kann nicht näher kommen, das zeige ich dir später auch mit meinem Sohn. Du kannst nicht näher kommen wie bis hierher, das ist die Grenze. Hier ist wichtig, dass du nicht versuchst mit den Fingern zu drücken, sondern hier mit den Handballen. So. Gerade das passiert. Oh, das ist das Unangenehme. Wenn du siehst, dass er trotzdem Druck macht, dann schlagst du einfach hin. Und das kannst du auch gut am Sandsack trainieren. Gut! Gut! Ob du jetzt schlagst den Kopf oder hier auf die Ellenbogen, spielt keine Rolle. Aber das hier muss mitarbeiten. Das heißt nicht das machen und die Hüfte bleibt hinten, sondern hier. Okay, und hier die Kontrolle. Aber jetzt zeige ich dir das mit meinem Sohn und dann zeige ich dir auch andere Technik, weil wenn einer Stock hat, der will nicht geschlagen werden, das ist beim Boxen. Warum klammern die? Damit die Schläge nicht so kräftig sind. Ja? Und beim Stock Detto, ich will nicht geschlagen werden, dann komme ich näher. Und da kannst du mit dem Stock nicht mehr viel anrichten. Deshalb musst du dich bewegen. Das heißt, auch zeige ich dir jetzt. Okay Leute, das heißt, ich zeige euch zuerst einmal die erste Technik. Ja? Für manche ist wichtig, erst links vorne, diese Kontrolle hier. Diese Kontrolle hier ist sehr wichtig, ja? Dass ich die ganze Zeit Druck mache nach vorne und wenn ich dann kurz aufzeige, hopp, so, muss er einfach schlagen. Ja? Hier, hier, hopp, so, hopp, so. Ja, das ist jetzt die Kontrolle. Ja, ja, genau, das ist Schlag in Kopf. Hopp, boom, hopp, boom. Okay, genau so soll es sein, Leute. Einfach kräftig zuschlagen. So, jetzt habe ich extra so einen Helm angezogen, weil da kann der Matej richtig durchziehen. Ja, ich zeige euch aber noch andere Sachen. Das heißt, er ist links vorne, hat die Kontrolle hier. Sobald ich nach vorne komme, bam, boom, richtig kräftig zuschlagen. Hopp, boom, hopp, boom, hopp, boom, hopp, boom, hopp, boom. Merkst du, Leute, wie viel Power dahinter ist? Ja? Aber es ist auch wichtig, dass du dich bewegst. Das zeige ich dir jetzt. Jetzt zeige ich dir noch eine Technik zuerst am Sandsack oder euch und dann mit Matej. Siehst du, wie gut diese Technik ist, vor allem auch wenn man das waffenlos macht? Weil das ist mir sehr, sehr wichtig. Ja? Das heißt, wichtig ist, damit, wenn der Aggressor Druck nach vorne macht, das heißt, du hast, sag mal, den Stock, den Teleskopschlagstock hier, ja. Und jetzt der Aggressor will aber nicht geschlagen werden und geht nach vor, dann musst du auch lernen, dich zu bewegen und auch die linke Hand benutzen und mit dem Stock schlagen. Wenn du nur irgendwie so stehen bleibst und wirst du hier schlagen, er überrennt dich, kann dir ringen, kann zum Boden haben, keine Ahnung was, ist komplett egal, ja. Aber wichtig ist, ein Ziel, der sich bewegt, ist nicht so leicht zu treffen, ja. Jetzt zeige ich zwei Techniken, wo der Stock vorne ist, weil, so wie zum Beispiel mit Messer, ja, da wo der Stock ist, das ist die Grenze, kommst du näher, bam, dann kannst du reagieren, deshalb selber auch zum Beispiel Waffen, aber das zeige ich euch gleich, ja. Die erste Technik ist, eins, zwei, hier, der linke Jab, und dann kommt nochmal hier der Schlag. Wichtig ist, diese Beinarbeit, das ist eins, zwei, ich gehe hier auf die Seite, hier schlage ich, bumm, und hier kommt nochmal der Stock, okay, 1, 2, 3, 4. Am Sandsack. Hier, wichtig ist, dass dich auch bewegst, dass du nicht nur hier so stehst, okay, wie angegossen. Und auch waffenlos. 1, 2, 3, 4. Okay. 1, 2, 3, 4. Das heißt hier, 1, 2, 3, 4. Genau gleiche Technik. Boom. Wie mit dem Stock. Aber ich bleibe nicht hier, sondern gehe ich auf die Seite. Jetzt zeige ich dir das mit Matej. Okay Leute, jetzt zeige ich dir das einmal mit Matej. Ja? Mit Waffe, ohne Waffe. Weil das ist das Allerwichtigste. Wenn du trainierst mit dem Stock, dann sind automatisch auch waffenlose Techniken drinnen oder sollten es so sein. Und nicht, dass die Leute dann fragen, ja, ohne Stock kann ich nicht kämpfen. Ist ja Bullshit. Wenn du das wirklich mit Power und Explosivität machst, dann ist das viel, dann ist sehr viel dahinter. Da sind auch die ganzen Kampfsportler, die dann zu mir kommen und sagen, Wahnsinn,
was für Bodymechanik da dabei ist. Ja, genau. Aber 90% von vielen Kampfkünstlern, die mit Stock trainieren, machen alles nur hier aus den Händen. Bam, 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 bam. Es interessieren mich nicht die Bohne. Ich brauche diese Power dahinter. Ja? Okay, Mathieu, das heißt, jetzt stellst du rechts vorne und wechselst du. Das heißt, du musst hier auf die Seite, ja, damit nicht direkt vor mir steht, okay? Okay. Ab! So soll es sein. Einfach von hier. 1, 2, 3, 4. Sicher sind die Schläge von hier nicht so kräftig, wie wenn ich hier voll Power stehe. Aber dafür bin ich näher und die Schläge sind, musst du halt mehrmals hintereinander schlagen. Ja, das ist das Geheimnis. Dann eigentlich waffenlos wäre das 1, 2, 3, boom. Und 4, das heißt, ich gehe um ihn herum. Bam, 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 boom. Okay, bam, 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 boom. So, boom. So Leute, Training ist zu Ende. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es ist sehr wichtig, wenn du trainierst, dann trainier realistisch. Ja? Immer mehr Leute, die zu mir kommen, merken, wie wichtig das ist. Ja? Die haben viel Schmerzen, die müssen wirklich mit Power und Explosivität trainieren, aber genau. Das ist es auch, ja. Wie wirst du sonst auf der Straße bestehen? Schaut euch auf die ganze Kampfkunst, Kampfsportler, wie hart die trainieren. Diese ganze Sparring und so, Ringer, Thai-Boxer und so weiter. Da ist viel, viel dahinter, viel Schmerz, viel Disziplin und so weiter damit verloren. Nur so kannst du trainieren. Und wenn du mit den Waffen trainierst, dann trainiere auch so, dass du das dann waffenlos gut anwenden kannst und hast diese ganze Power dahinter. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Wirst du ein bisschen mehr lernen, wieder du kommst zu mir, aber ich glaube, ich ab November trainiere ich nicht mehr bis April, weil ich dann vorhabe, irgendwo zu verschwinden für ein paar Monate. Dann hast du die Möglichkeit mit den Online-Kursen, vor allem der 2.0, da hast du alles, Stock, Messer, waffenlos, sogar Luta Livre-Techniken für Anfänger hast drinnen und David um die 6-7 Stunden und kostet so viel wie bessere Jeanshose. Das ist ja, ich habe absichtlich das Preis so runtergemacht, dass sich das die Leute einfach leisten können, ja, weil ich weiß auch, diese ganze Pandemie und so hat die Leute auch finanziell ruiniert und so weiter, will ich jetzt nicht hunderte von Euro verlangen, ob da wirklich sehr, sehr viel Wissen ist. Und dann ist das der Messerkurs, ja, da lernst du auch diese ganze Messer, nicht Messerbefreiung oder Messerentwaffnungen, sondern der Umgang mit der Waffe, das ist mir persönlich sehr, sehr wichtig. Und ja, so wie auch mein Schüler jetzt gesagt, zum ersten Mal waren wir am Schießplatz, weil ich gehe mit denen auch immer schießen. Und er hat gesagt, das war wirklich ein Wahnsinn. Das ist, auch wenn er zu keinem Profi wird, aber weiß wenigstens, wie eine Waffe funktioniert. Und wir haben verschiedene Waffen ausprobiert. Ja? Und ja, ich wünsche dir alles Gute. Bleib stark, bleib gesund, man sieht sich wieder. Ciao, ciao.